Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nazaralter und bei Space Engineers Corp. Zusammen mit Sven. Hi. Und wir haben gerade mal ein bisschen geschaut. Hier kommt jetzt langsam mal Eis rein, das ist schön. Und mir. Ich bin noch raus, aber der Markus weiß es noch nicht. Was, du bist raus? Nein, du hast mich ausgemacht oder nicht angekündigt, keine Ahnung. Wollte ich eigentlich noch erwähnen, aber da warst du schneller. Genau. Ben, deine Präsenz kann man nicht. Wenn ich in der Zone bin, dann ist das schon possible. Ja, ich meine, die Präsenz ist ja auch sehr, sehr sichtbar, im Sinne von sehr viel G-sichtbar. Mhm. Stimmt, davon hat er eine Menge. Bin sehr nah. So, der Feini. So, ich wollte jetzt hier eigentlich mal einen Cargo-Container hier unten noch einbauen, ne? Genau. Tollerweise habe ich ja schon was vorbereitet. Und zwar ein Durchgangsloch. Wieso kriege ich gerade Schaden in der Basis? Was? Luft. Sauerstoff? In der Basis. Da wird halt einfach immer zu Sauerstoff reingepumpt. So. Nee, es ist gerade kein Sturm. Aber vielleicht war ich diese eine Sekunde zu schnell. Das kann natürlich auch sein. Also, du möchtest eine Förderleitung bauen. Genau, das ist jetzt erstmal so mein Plan hier. So, das heißt, der Sven legt jetzt mal hier alles ab. Ganz kurz. Du könntest natürlich. Ja. Also so prinzipiell ist direkt hier drüben ein Container. Ein schöner verrosteter. Das heißt, du musst nicht immer nach da oben rennen. Oh, das sieht ja. Leute, das ist doch ein Screenshot, oder? Das ist doch ein Screenshot wert. Komm schon, das mache ich jetzt. Bist du noch nie mal fertig? Also? Ja, aber für die Folge ist das halt ein richtig geiler. Hier kann man sie sich ja durch den Planeten buddeln, ne? Ja, das kann man tatsächlich. Und lustigerweise passieren dann auch so Dinge wie, dass wenn du in der Mitte bist, dann schwebst du halt. Weil die Gravitation sich dann in exakter Mitte in alle Richtungen ausnullt. Keine Ahnung. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob mein Screenshot funktioniert hat. Nicht, dass mich jetzt OBS wieder trollt. Aufnahmen. Ja, schön. Okay. Du weißt, wer dich auf jeden Fall trollt? Ich, weil ich habe den Screenshot schon längst. Aber es sieht schon professionell aus. Lieber Chat, sieht das nicht hat er das nicht schön gemacht? Was sagt ihr? Guck mal, wie hell das ist. Ja, Lichteinstellung ist ein Ding. Hat er halt echt fein gemacht. Oh, da ist Gold. Was? Nein, es ist nur Sand. Ein Accidental fürs Goldvorkommen. So. Das ist die richtige Richtung. Da wollen wir hin. Okay. Das heißt, der Sven wird jetzt viermal mit dem nach unten bohren anfangen. So. Ja, wo willst du nach unten bohren? Ach, für die Treppe. Oh. Stimmt. Ja, genau. Ja, genau. Dann macht das Sven mal die Treppe. Wenn du das wegen der Optik machst, du kannst gern die Panzerblöcke wieder wegmachen und da irgendwie dann irgendwie was schön mit Scheibchen oder so machen. Mit Scheibchen, was? Ja, wenn du das Treppenhaus irgendwie zum Loch hindurchsichtig haben möchtest. Oder wenn man halt... Ja, das kann man dann schon machen, ja. Du trollst mich doch. Schon wieder. Warum? Ich habe dir nichts getan. Na, woher der Hassspiel? Genau. So. Boah, schön, das funktioniert. So, wir nehmen dann wieder ganz viel Teile auf Tasche. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Alter, was läuft denn da schon wieder? Oh, 10 Abos. Der Hansa hat gesehen, dass die anderen Abos verschenkt haben. Muss das nachziehen. Alter, Vater. Hi, danke vielen, schön. Vielen Dank. Danke, Hansa. Ja, müssen wir wieder mit Qualitätscontent nachlegen, ne? Ja, ganz wichtig. Ja, richtig. Können wir auch in der Regel ganz gut. So. Weißt du, was irgendwie schade ist? Dass irgendwie der Urlaub schon wieder vorbei ist und gefühlt habe ich wieder nur die Hälfte von dem geschafft, was ich mir irgendwie vorgenommen habe. Ich wollte eigentlich mal irgendwie noch mal ein Tutorial-Video machen. Wieder nicht dazu gekommen.
kommt mir sehr bekannt vor. Okay, also der Sven hat es jetzt auf den Ohren. In der YouTube-Aufnahme ist es ja nicht zu hören. Oh, ernsthaft? Die Chat-Nachricht wurde gerade wegen Frauenfeindlichkeit zurückgehalten, weil verstehen statt ho geschrieben wurde. Ja. Was machen denn bitte dann die ganzen englischen Minecraft-Streams? Die schreiben das da nicht rein. Das ist erlaubt, ja, gut. Ist doch fein. Also ihr merkt, der Hansa ist nicht nur die gute Seele, sprich Moderator in unserem Chat, sondern der macht hier auch Dinge, viele Dinge. Wahnsinnige Dinge. Das ist korrekt. So. Ich habe mich eingeklemmt. Das sieht jetzt natürlich kacke aus. Wie machen wir das am dämlichsten? Warte mal, 9. Dann nehmen wir hier ein Reinforced. Klauen uns die Betonfarbe. Ich glaube, ich gehe gleich auf Admin und mache hier einfach den Berg von Hand weg. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er dir das nicht gönnt, aber Hansa kennt das nicht anders. Ihr Mario und Mario. Der Hansa kennt das nicht. Es gab da mal einen Streit. Streit ist zu viel gesagt. Es gab mal einen Contest mit Zombie. Und dann Battle of the Orb. Genau, dann war so fast Monatsende und so. Und das war echt schon ein bisschen crazy. Das war toll von unserer Seite, aber ein bisschen crazy auf der. Aber Kanda kennt das nicht anders. Er ist erfolgsverwöhnt. Ich bin die Nummer 1. Oh mein Gott, ich muss an dieses alte Meme denken aus dem Tom Hanks Film, wo er ein Kapitän ist. I am the captain now. So, wir haben jetzt tatsächlich auch unten einen Zugriffscontainer. Sehr schön. Und er funktioniert. Okay. Ich frage mich, warum du das nicht durch das Treppenhaus gelegt hast. Das hätte vielleicht ganz cool ausgesehen. Vielen Dank, Hansa. Weil ich an der Stelle gerade einfach. Dankeschön, Hansa. Du verrückter Hund, du. Ja. Ja, warum ich das dadurch gelebt habe, ganz einfach, weil ich da einfach Kerzen gerade runtergehen konnte. Das war jetzt super einfach zu bauen. Deswegen. Das würde ich hier halt auch machen können. So. Oh Gott, dann kamen wir MK3-Bohrer. Da fällt mir ein, ich sollte dich daran erinnern, dass du dich bitte nie wieder übers Bohren in Space Engineers beschweren darfst. Richtig. Mhm. Ist ein Ding. So. Okay, mal gucken, ob das Treppenhaus denn dann so funktioniert. Jetzt bin ich hier schon wieder abgerutscht. Jetzt wird meine Hintergrundmucke im Stream gerade schon sehr sommerlich. Sommerlich? Ja, ja, ja. So, Blinker dabei 5 Sekunden, Blinklänge 10%, das könnte gut sein. Nein, du machst ja jetzt nicht so Lauflichter hoch. Dann darf der Ben nie wieder in den Stream gucken, das ist dir schon klar. Tut er doch eh nicht. Der kippt uns sonst wegen Flashing Lights einfach um. Diablo. Was siehst du? Ach so. Diablo. Solange ich Diablo. Das ist die Antwort auf alles, oder wie? Zur Zeit. Ja. So. Ach, der fliegende Voxel wieder. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt hier die, nein, wir brauchen jetzt erstmal hier die Treppe. Immer, dass du das T so oft sagst bei Treppe. Den Witz verstehe ich. Weil ich immer an den blöden Witz denken muss. Was sagt eine Erbse zur anderen? Hallo. Achtung vor der Treppe. Oh,
Ich habe noch nie mehr Mitleidsbekundung in einem O untergebracht gesehen als jetzt. Ja. Ist das der richtige Moment, in dem ich sagen darf, ich hasse dich? Ich lass mich von dir scheiden, Ben. Oh. Das hast du schon mal versucht, dann habe ich dich am Ende erschossen. Das ist richtig. Nee, Quatsch. Das war in der Paartherapie, da haben wir uns scheiden lassen. Das war nicht das. So ein Ausbruch, was wir am Ende erschossen. Aber ja. In der Paartherapie haben wir uns nicht scheiden lassen, haben wir zusammengefunden am Ende. Apropos, nachdem wir den Dings vom den Teddy von unserer Tochter kaputt gemacht haben. Traumatisch, Leute, traumatisch. Da soll mal einer sagen, Computerspiele schaffen keine bleibenden Erinnerungen. Oder Traumata. Sag das nicht zu laut. Damit werden wir irgendwann zitiert werden. Traumata kannst du nicht erzeugen durch. Hallo, ich werde doch eh von jedem bei jedem Scheiß zitiert oder geklippt. Wie ich dieses Spiel manchmal nicht mag. Was ist denn jetzt schon wieder los? Man kann halt einfach die Treppe nicht an den Boden ansetzen. Also ich würde halt gern so ein leichtes, lockeres, Frühlingsfrisches vielleicht? Nein. So ein schönes, offenes Treppenhaus quasi bis nach unten durchbauen. So? Ja. Und das halt nur mit Catrails. Ja, und? Ja, das ist halt einfach so nicht möglich, weil du brauchst ja unter dem Catrail-Block irgendetwas, was ein Block ist, an das du dann die Treppe ansetzen kannst. Ja. Was du da machen kannst, ist, manchmal, wo bist du denn gerade? Die Neonröhren. Die Neonröhren, ich weiß. Ist halt. Der Trick ist im Sven aber nicht fein genug. Nein, das ist halt. Es tut mir leid, aber es ist halt. Ein Workaround. Und alternativ kannst du natürlich einfach Lampen bauen. Kannst du natürlich einfach irgendwie. Genau, das könntest du machen. Du könntest entweder könntest natürlich hier mit den Neonröhren, so ähnlich wie ich das hier gemacht habe, einfach schwarze Röhren durchziehen, die Treppen dann daran klatschen oder halt irgendwie eine Blocksäule. Dass du die Treppen seitlich an deinen Block ranschiebst. Warte mal, das gucke ich mir erstmal mal bei dir an. Dann sieht man es auch gerade mal im Stream. Es geht immer weg. Es geht immer weg hier. Fülle. Ich guck mal umgekehrt, was macht denn das Sven? Ja, okay, so kann man das natürlich auch tun. Was hat er denn da gemacht? Naja. Was hat er wo gemacht? Das hat mich jetzt nicht so. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Findet ihr das cool, Leute? Wo ist er denn gerade? Ja, voll cool. Cool. Findet ihr das cool? Schreibt mal in den Chat, ob ihr das cool findet. Cool. Ich weiß nicht, was er macht, er wird schon wissen. So, ich hab doch hier Löcher reingeballert. Da kommt man hier durch die Löcher rein. Natürlich nicht. Was nicht. Sie sind groß genug, dass sie hässlich sind, aber nicht. Wolltet ihr nicht sowieso 10, 20, einen Conveyor 30. nach unten ziehen? Wir haben schon einen Conveyor unten. Dann kann man. Dann kann die Mittelsäule aus dem sein. Stimmt, das kann ich ja trotzdem machen. Ja, dann musst du die Dings nehmen, die. Nein, ich will da die normalen Conveyor verwenden, damit die schön offen da in der Mitte sind. Das muss doch funktionieren. Nein, weil die normalen Conveyor in ihrer Längsachse keinen Attachpoint haben. Hallöchen, Garibaldi. Ich beschäftige mich ab jetzt nur noch mit dem Chat. Garibaldi, hat da jemand Babylon 5 gesehen? Ja, das will ich doch hoffen. Ich nicht. Ich nicht. Ihr seid alle Individuen. Ich nicht. Okay, passt mal auf. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Wir gehen mal hier auf Gewas. Förderleitung. So, und dann brauchen wir wahrscheinlich die verstärkten Förderleitungen, weil die ein Block sind. Ups, ich will aber keine T-Verbinder. Ich will einfach nur die verstärkte Förderleitung. So.
Die darf aber nicht hier hin, sondern die muss dann hier hin. Und was brauche ich dafür? Natürlich was anderes als das, was ich auf Tasche habe. Immer so. Grundsätzlich die Materialien, die du nicht einstecken hast. Okay, wieso geht denn das hier nicht raus? Okay. Ich bin auf den Raketenstart gespannt. Ich bin erstmal auf die Rakete gespannt. Warte mal, ist mein... Ach, mein Inventar ist voll. Jetzt ist das Ding voll. Ich bin begeistert. Schön, alles angeschlossen. Komm schon, hier müssen noch... Da. So. Montageanlagen. Okay, wie kann ich denn hier... Frachtblock Inventare. So. Sind die jetzt alle farbig? Ich bin mir nicht sicher. Ja, okay. Und dann ziehen wir uns hier mal da ein paar raus. Jetzt machen wir den hier. So. Noch. Okay. Dann machen wir halt schnell noch den hier. Warum wird denn das hier nicht raussortiert? Komm schon, Inventory Script. So. Schwupp. Und dann suchen wir hier mal nach der Vase. Hallo? Wasserstoffflasche. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte wieder eine Weile reichen. So. Ach ja, ich bräuchte eine spitze Ohren, ist ja schön. Ja, Augenbrauen habe ich, das ist richtig. Noch ein bisschen mehr und ich könnte als Theo Weigel durchgehen. Naja, mit Liebe. Theo Weigel hat keine Liebe. Augenbrauen. Lebt er eigentlich noch? Spannende Frage an der Stelle wieder. Ja, Politiker, die wahrscheinlich irgendwie von den Zuschauern irgendwie nur bestenfalls noch die Hälfte kennen. Wobei, ne? Nee, unser Altersdurchschnitt im Stream ist schon. Kann schon gut sein, dass wir den Theo kennen. Ah, erinnert ihr euch noch an Jörg Knörr? Song. Den, der die Stimmen immer. Der so ein Stimmkünstler war. Jörg Knörr war der Stimmkünstler, Jörg Träger war der Song. Ganz genau. Das hat mir jetzt gar nichts. Was, der Zong? Was? Ja, die Sendung Zong. Weil der Jörg Träger hieß. Und ich den verwechselt habe gerade. Der war auch ein bisschen träger, ne? So vom Umfang her. Nee, das war der bei... Das war Harry... Weinfurt. Genau, in Der Preis ist heiß. Den gibt's nicht mehr, den Harry Weinfurt. War der Preis ist heiß nicht das mit dem Zong? Oder verwechsel ich's gerade? Nein. Das war... Oh mein Gott. Okay, Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Alte Menschen ich mit Erinnerungsstörungen heute im Spiel. Das heißt, und ich kenne den Song. Das sind zwei verschiedene Sendungen. Die Song ist... Und, warte, ich kann den Song sonst gleich mal abspielen. Und ja, das jetzt, andere... Preis ist heiß. Wäre ihr Bräuch gewesen. Mit Harry Weinfurt. Ja, stimmt. Das waren noch die Zeiten, wo wir unsere TV-Showmaster importieren mussten. Aus dem Nachbarland. Mit Rudi Carell und Harry Weinfurt. Ja, und wie ist die andere noch? Linda de Mol. Linda de Mol, die gab's auch noch. Genau, die Linda de Mol, genau. Kleine kommen ganz groß aus in der Mini-TV-Show. Oh Gott. Oh mein Gott, bitte hör doch auf. Bitte hör doch auf. Ich will hier weg. An der Stelle vollkommen richtig. Alarm, auch gut. Der Sound ist verzerrt. Warum ist der Sound verzerrt? Hallo, Roboterstimmen? Nee, wir hören das auch. Ach. Was? Sven kommt ja, sauber, ja, weil Sven wieder Discord. Sven, kannst du mal. Was? Irgendwie. Achso. Okay. Okay, sagt mal was. 1, 2, 3, 4, dies ist ein Test. Test 1, 2, 3, 4, wo ist mein Discord? 10. Okay. Sag mal, ob es jetzt wieder geht. Hallo, jetzt teste ich nochmal. Geht wieder? Okay. Okay, das heißt, ich muss nur tatsächlich kurz aus unserem Stream-Chat rausgehen und dann wieder in den Stream-Chat reingehen. Ich habe nämlich auch gerade reconnected und neu connected. Okay, ja, krass. Wieder was gelernt.
Garibaldi, Dankeschön. Neu hier und direkt ein Prime-Abo dagelassen. Ja, vielen, danke, vielen Dank. Dankeschön. So, Sven, guck mal. An dein Einsatz. Ja, ich kann gerade nicht. Ach. Also, ich bin enttäuscht. Mein OBS ist verschwunden. Was? Ja, weg. Steuerung Alt-Tab. Also, wir sehen dich noch. Taskmanager. Wo ist mein OBS? Windows sagt, OBS läuft nicht mehr. So. Also, was soll ich denn jetzt gucken? Na gut. Ich glaube nicht, dass das immer noch lange geht. OBS macht im Hintergrund. Ich würde gerne. Es hat sich verabschiedet. Ich würde es gerne neu starten. Ja, jetzt ist gerade. Was hältst du hier von jetzt hier dieser Rauminstallation? Ja. Komm gleich wieder. Gefällt. Nur kurz. Okay. Ich mach deine Kamera so lange aus. Ja, mach die Kamera aus. Genau. Ja, das würde ich dann auch mal ganz kurz tun. Bis Sekunde. Gleich dann. So. Ich bin ja noch da, aber ich. Na, du willst ja restarten. Ja, muss Diablo verkleinern. Oh, das ist natürlich tragisch. Das ist. Ja, ist also, es. Ich verstehe schon. Das ist, ich meine, das sind halt einfach drei kostbare Sekunden. Ja. Der Kacke. Da baut sich die Paragon-Stufe direkt wieder ab. Die ist genau. Für halt eh, weil ich habe einen neuen Charakter. Ach so. Oh. Ja, das heißt, der braucht noch zwei... Nekros ist nicht mehr cool genug. Der braucht noch zwei Stunden, bis er Paragon-Stufe kriegt. Na, bei Ben schafft das auch innerhalb. Nee. Also Level 50 ist schon auch eine Ansage. Morgen könnte es fertig sein. Ah, okay. Garibaldi schreibt gerade, schaut uns schon eine Weile auf YouTube zu. Ja, sehr schön. Es ist schön, dass du jetzt hier bist, Garibaldi. So, Sven, die Kamera ist wieder da. Die Kamera müsste da sein. Und ist wieder da. Jawohl. So, gucken wir mal. Bestätige. Tada! Ein Ben erscheint wieder. Oh nein. Oh Mann, jetzt haben wir hier so ein Riesenloch drin. Wo ist denn die Riesenloch? Okay, da muss der Markus dann mal mit den Voxel-Dingern dann halt mal. Hast du etwa unvorsichtig gebohrt und hast dann so ein Loch in die Wand gemacht? Ja. Du könntest halt einfach echt mal die Admin-Tools anschalten und könntest dann ja mal. Naja, ist egal. Wo denn? Ja. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt dein Lochproblem? Nein. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows. Ja, das schmier ich dir dann wieder zu, ist okay. Ich mach erstmal fertig, nicht, dass du noch weitere Löcher machst. So, und. Ist das jetzt überhaupt richtig rum? Ich hoffe ja. So. So. Yamato, was ist das? Ich habe mir fehlt der Rückenschlag. Ich hatte ja diesen OBS-Neustart, habe ich nicht gelesen. Ich glaube, es ging darum, dass das tatsächlich eine sehr tragische Sache ist, Diablo minimieren zu müssen und dass wir das nicht verstehen. Ja. Das ist in der Tat existent. Also ich finde es zum Beispiel sehr ärgerlich, dass hier bei Diablo die XP pro Stunde nicht angezeigt werden. Ja, bei Path of Exile kannst du über deine XP-Bar hovern und kannst die Effizienz so ein bisschen rausgucken, wo kriege ich am meisten. Ich finde die Ablös auch noch langsamer. Ich hätte gern schneller. Ich hätte gern mehr Monster-Schnetzel pro Sekunde. Da will ich noch ein bisschen, ist mir noch ein bisschen zu langsam gerade, aber vielleicht ist mein Eis-Boss später. Nein, ich glaube, das liegt eher daran, dass du gerade bemerkst, boah, ich hab ja gerade sturmfreie Bude und ich muss aus jeder Minute... Nee, das ändert sich vielleicht morgen auch und daher ist das gar nicht so. Oh no, so schlimm? Ja, kurz aufspinnen. Die Oaka, schrecklich Anja, ist ja mit der Tochter in der Mutter-Kind-Kur. Und es ist aber so, dass die Lea da betreut wird. Und die Betreuung von Lea ist nicht okay. Okay. Also ich würde es gerne anders sagen, aber die ist nicht in Ordnung. Und da ist ein Vertrauensverhältnis schwierig, das Kind abzugeben schwierig. Das Kind kommt völlig zerheult wieder, wenn du es da abholst. Dann ist das völlig, also ja, fixen wir alle. Und dann kannst du auch nicht guten Gewissens so Reha machen, um auf
Kosten des Kindes ist halt keine Reha. Ja, vor allem, wenn du irgendwie weißt, dass es dem Kind dabei nicht gut geht. Das genau, genau. Dann schaltest du ja den Teil auch nicht ab. Genau, und danach irgendwie zu sagen, so, jetzt ist die Reha vorbei, ich bin in den Kindergarten, kannst du halt auch völlig vergessen. Ja, also alle Schritte, die wir irgendwie bei der Tagesmutter gemacht haben, dass die Lea da alleine 6 Stunden entspannt hingeht, gehen uns gerade flöten. Und das ist ganz, ganz schwierig und wir überlegen, ob Anja morgen heimfährt, ob die heute heimfährt, haben wir schon überlegt. Wir haben die Krankenkasse angerufen, wir haben mit einer befreundeten Psychologin gesprochen. Es ist, ja, morgen gucken, also, und das ein Tag nach dem anderen. Und das könnte echt sein, dass Anja irgendwie übermorgen hier ist. Von daher, die sturmfreie Zeit, das zählt nicht. Das ist gerade das. Und dann arbeite ich zurzeit 10 Stunden am Tag und die Wohnung sieht dann aus wie Sau. Und eigentlich will ich aber auch irgendwie Feierabend. Ja. Irgendwie ist es mit diesem Erwachsenwerden einfach nicht cool, oder? Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Ja, und du kriegst einfach nicht diesen einen Brief, der dir sagt, hey, sie sind jetzt erwachsen, darauf müssen sie achten. Nö. Ne? Also so eine Gebrauchsanweisung, ne? Ja, aber Hauptsache, du kannst irgendwie alle binomischen Formen aus dem Kopf auswendig aufsagen. Oh mein Gott, ja. Oh, da, eine kleine Videoempfehlung. Ich habe vorhin tatsächlich vor dem Stream mir noch ein Video von Simplicissimus auf YouTube zum Thema Schulsystem in Deutschland angeschaut. Das war ziemlich interessant. Kann ich jedem empfehlen. Interessant oder deprimierend? Tatsächlich interessant, woher Probleme kommen und wieso gewisse Dinge sind und warum gewisse Dinge nicht passieren oder warum die halt so sind, wie sie sind. Ja. Abgesehen davon, es gibt auch auf Arte, glaube ich, eine gute Dokumentation über die Entstehung des deutschen Schulsystems. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich fand ja diesen leicht augenzwinkernden Kommentar. Ja, das deutsche Schulsystem basiert auf der Idee, junge Kinder in eine Kaserne zu schicken, um sie dort mit Wissen Druck zu betanken, damit sie gute Soldaten werden. Gestammelt aus Preußen. Ich fand das erschreckend, weil das exakt ja, so meine Erfahrung von Schule ist. Neu. Ist ja, aber es ist mir tatsächlich, da ist es mir halt klar geworden. Also ja, ich weiß, es ist traurig, aber mit 39 habe ich diese Doku gesehen und dachte mir so, fuck, das erklärt so viel. Oh, sind wir auch schon lang genug im Play, dass ich fix sagen darf? Naja, keine Sorge. Okay, gut. Nach 8. YouTube, es ist nach 8. Ist genau. Nach 8, genau. Ich wollte das nur nochmal festhalten. Genau, und morgen ist für die meisten von uns Feiertag. Das heißt, wir machen heute ganz entspannte Zockrunde auf Twitch. Wenn ihr dabei sein wollt, wie der Garibaldi, dann kommt doch einfach mal vorbei. So, dann machen wir da hinten jetzt noch ein paar Stahlplatten fertig und dann sieht das hier doch irgendwie schon mal ein bisschen amtlich aus. Das wird witzig, das alles zusammenzuschweißen. Ach, da hole ich mir einfach Alter. Markus und sage, das soll der zwischen den Folgen Markus mal schweißen. Das macht der bestimmt. Du weißt dir gleich eins. Ich höre hier nur Füllenü, erstmal ganz ehrlich. Was? Ich möchte nur mal irgendwie darauf aufmerksam machen, in wie wenig Zeit ich hier den ganzen Kram hier zusammengeklimpert habe. Ja, ich bin halt nicht halb so gut wie du in diesem Spiel. Es tut mir ja leid. Reibst mir halt unter die Nase. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass das Wett kacke ist, schreibt es in die Kommentare. Nein, das will ich nicht in den Kommentaren lesen, das lösche ich. Wenn ihr wisst, was man besser machen kann, schreibt es in die Kommentare. Richtig. Konstruktiv kritisieren ist das Zauberwort. So. Ist das jetzt hier theoretisch der Boden? Jetzt muss ich hier mal tatsächlich... Ja, das ist er. Okay. Das heißt, hier kann ich tatsächlich rauskommen. Ein theoretischer Boden? Ja, genau. Der theopraktische Boden. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Da kann man, glaube ich, erigiertes Schiff drin bauen. Mann, ich verliere gerade die Orientierung halt bei jeder Bewegung. So.
Hm? Oh, jetzt müssten wir jetzt die Ringe auch noch fertig machen. So, wie war das noch? Shift, mittlere Maustaste? Nee, Shift P war es. Ja. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal eine Rakete an, weil... Wobei eigentlich, nee, das fange ich jetzt nicht mal an. Das fange ich in der nächsten Folge an. Nein. Doch. Ist das etwa der nächste Folgen-Markus? Der Zukunfts-Markus. Das ist der Zukunfts-Markus. Oh, der Zukunfts-Markus. In diesem Sinne, ist euch der, wieder. Was? Ist der Zukunfts-Markus echt so ein Ding, wie die ganzen Fans immer sagen? Ich gucke ja immer so unter deine Space Engineers-Folgen und die Leute scheinen ja echt begeistert zu sein von diesem Zukunfts-Markus. Ja, okay, der macht halt nicht so Blödsinn wie der Gegenwarts-Markus, ne? Ja, erwartungsgemäß. In diesem Sinne, euch danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.